Von Südafrika jetzt in den Hennemer Wald. Eine kleine Umstellung. Ja, definitiv. Ja. Also Umstellung dahingehend, dass es ein bisschen kühler ist hier. Umstellung dahingehend, dass es hier ein bisschen grüner ist. Ja, und dass halt natürlich jetzt, dass so die Zeit anfängt, dass du halt mit ja, mehr Cross-Country-Lasten im Training, sprich halt einfach halt auch mehr Intensität, kurz und knackige Einheit auf dem Programm stehe, wo die Cape Epic ja doch eher sehr kraftausdauernd und mit längeren Belastungen dann eigentlich geprägt war. Gibt es für dich ein Ziel bei deinem Heimrennen, der Sieg? Ich bin mal gespannt, wie es generell geht, weil, wie gesagt, da ich mal die Strecke in Säckingen, die benötigt, da braucht man eigentlich eine sehr gute Wechselfähigkeit, sprich halt durch das Sägezahnprofil und die vielen Richtungsänderungen, die wir auf der Strecke haben, sind halt eigentlich Fähigkeiten wie halt Abbremse wieder beschleunigen, das ist eigentlich hier sehr stark geprägt oder gefordert. Und das ist sicher etwas, wo ich noch nicht allzu oft gemacht habe, einfach halt, weil wenn man es auch ein bisschen wieder auf den Gesamtweltcup oder auf den Weltcup-Kalender betrachtet sieht, ist es so, dass ja eigentlich jetzt erst 20. Mai rum der erste Weltcup stattfindet. Also ich habe jetzt eigentlich noch über einen Monat Zeit, also mich dann halt auf diese doch Cross-Country oder stärkeren Cross-Country-Belastungen dann jetzt noch vorzubereiten. Morgen sehen wir dich im Morgenmagazin, haben wir gehört. Was sagst du, was kochst du? Im Morgenmagazin kocht man nicht. Aber du hast mal gekocht, nicht? Oh, aber nicht im Morgenmagazin. Ja, aber es ist sicher halt so, dass zum einen wird es sicher, ich denke, Thema wird sein halt Cape Epic. Rückblick 2016, wo ich eigentlich vom Cross Country eigentlich dann meinen Rücktritt eigentlich angekündigt habe. Und was mich jetzt dazu bewegt hat, nochmal eine Saison dran zu hängen. Also ich denke, das sind halt einfach so die Themen, Ausblick für die Saison 2017. Danke.